Leute, willkommen zurück bei Battlefield Bad Company 2 und ja, heute mal nicht allein, heute ist noch der Kollege Alex dabei, der kommentiert ein bisschen mit. Moin Alex. Jo Leute, jo Lukas. Jo, wir gehen ein bisschen Bootchen fahren, die ganzen Kanaken schon im Schiff drin. Wunderbar, Bootchen fahren, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, sehr schön. Ja. Bei Battlefield Bad Company muss man wirklich auch mal aus dem Heli rausballern, ein Bootchen fahren, macht richtig Fun. Jo, der Alex hat's auch schon durch. Klar, lass mich noch nicht entgehen. Ja, das kann man so nicht gehen lassen. So nice Games. Und ja. Ja, gut, da laden wir wieder sich einen Scheiß zusammen. Wir fahren hier durch die Bach. Von oben kommt Wasser runter, da spart sich die Dusche am Abend. Oh yeah, yeah. Fehlt nur noch, dass die Bäume mit Seife bewachsen sind. Klar. So, mal gucken, wo uns dieser Weg jetzt hinführt. Ich muss schon sagen, wirklich Battlefield Bad Company steuerungsmäßig wirklich 1A-Spiel. Grafikmäßig zu der Zeit auch ziemlich interessant. Was heißt zu der Zeit? Das war letztes Jahr. Ja, aber trotzdem, Lukas, es gibt auch schon viel Besseres, ja? Wenn ich so an Bulletstorm denke. Crysis 2. Crysis 2 vor allem, yo, bin ich auch gerade dran. Und dann kommt jetzt noch Battlefield 3 raus, das wird auch nochmal Hammer. Oh ja, Battlefield, Bad Company, nicht Bad Company, einfach nur Battlefield 3, ne? Das, da müsst ihr euch unbedingt den Trailer jetzt von ansehen. Richtig dick. Ja, ja, sowieso. Warte, ich hab's auch gesehen. Ja, was hast du da wieder gesehen? Der Busch bewegt sich, seht ihr? Der Busch bewegt sich, oh Gott, das ist aber geil. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Kinderschänder. Schlechtes Omen. Ganz schlecht. Oh weh, oh weh. Ich ahne nichts Gutes. Der Regen wird immer stärker. Und da vorne sind Felsen. Huch. Und die Felsen bewegen sich auch, oder was? Ne. Wir sind auf Grund gelaufen. Yeah, ich kann Boot fahren. Ja, sauber. Und wir laufen. Das glaube ich aber auch, dass wir eines Tages mal so einen Ort hier besuchen und nicht auf die Einheimischen schießen. Da werden sie nämlich auch nicht bezahlt, uns umzubringen. Servus, ihr Leutchens. Ich verliebe euch nicht. Wunderschönen guten Tag. Ja, die kommen mit der Pumpe, soll ich mal mit der Spaß 12 ein bisschen Spaß haben? Klar, Alter, hau mal rein, Digga. Oh, ich hol mir einfach den Granatwerfer, dann volles Rohr. Ich verpiss mich mal oder ich sterb wieder im Stehen. Huh, das wäre nicht schön. Im Stehen sterben ist mittlerweile schon mein Hobby, glaube ich. Komm, Lux, wir wollen mal ein paar schöne Cracks sehen. Schöne Cracks, Alter. Crack, Alter, Crack. Crack, das Sumpfkraut von Gothic. Alter, du wiegst, Alter, geh mal auf den Piss da vorne, du. Oh, ich habe alles aufgeräumt hier, so wie das aussieht. Irgendwie sind die alle ein bisschen tot. Oh, das warst du aber nicht. Das war der Wind. Ja, ja, der Wind. Der Wind. Und diese giftigen Sträucher hier. Wahrscheinlich haben die allzu viel davon gefressen. Da sind sie ganz high drauf. Because I got high. Was ist mit dir los, du Arschloch? Die machen ja alle so Probleme. Ja, Lukas, wenn die Probleme machen, dann weißt du ja, was zu tun ist, ne? Richtig, ich glaube, die hassen mich alle. Ach, das kommt dir nur so vor. Ja, diese Söldner, die haben sie so mit mir. So, liebe Freunde, was ist denn das hier? Eine Bude. Bruchbude. Oh, nice, da oben kommt eine Waffenkiste, da kann ich mir jetzt erstmal noch mal die Waffen ein bisschen ausstocken. Da wird jetzt erstmal die dicke Snippe geholt. Jawohl. Da brauche ich die Spaß 12 noch. Ich habe das Spiel schon durch, deshalb habe ich alle Waffen schon frei. Echt? Ja, ja, da hast du alle Waffen nochmal frei, wenn du es nochmal durchspielst. Achso, man kann auch so Herausforderungen machen, wenn man, also man kann ja Waffen suchen und so, ne? Ja, weiß. Die suche ich auch immer, bis jetzt habe ich sie meistens gefunden. Machst du die jetzt auch im Let's Play, zeigst du das? Die Waffen, wo sie liegen? Mhm. Na, normalerweise findest du sie immer wieder, von daher, ja, zeige ich schon. Also ich habe mich jetzt nicht so drauf konzentriert, ich wollte das Spiel einfach nur durchhaben, aber das war so genial, ohne Witz. So, wo ist denn meine geile Snippe jetzt? Die dicke Wumme da. Diese ganz dicke. Ist sie das da? Boah, da ist sie, die mit vollem Schaden, volle Reichweite und volle Genauigkeit. Ist sie das? Ja, nicht komplett voll, aber so gut wie. Ach, ist das ein Apparat. Da wird doch das Herz direkt wärmer, wenn man so eine Kiste sieht. Oh ja. Na, ich gehe mal unten ein paar Häuser in die Luft jagen. Guten Morgen, meine Freunde. Da habt ihr eine Granate. So, liebe Freunde. Kennst du das, diese Wellblechhütten? Wo auf einmal das ganze Dach fehlt wegen so einer Granate? Mhm. Das waren noch Zeiten. Es geht schon ab. Als ich, das waren noch Zeiten, da waren die Gummistiefel noch aus Holz und die Sandalen wasserdicht. Ich find's auch noch richtig genial bei Battlefield Bad Company, dass die Umgebung, die geht auch richtig kaputt und so, ne? Ja, das ist echt genial. Das gibt's nicht bei allen Ego-Shootern, muss ich schon sagen, ja. Haben die richtig gute Arbeit geleistet. Muss man sagen. Und hier, auch, die sind alle schon tot. Wer das nur wieder war? Alex, hast du wieder Bohnen gegessen? Ja, zweimal. Oh, okay, das erklärt natürlich einiges. Ah, jetzt wird wieder Bootchen gefahren. Diesmal Militärboot, bisschen alles wegradern. Lass ich mal rein, Junge. Upsa. Und los geht's. Ja, schon wieder die Bach hier, aber das Wetter wird besser.
So. Ja, wir sind halt die Battlefield Bad Company. Der erotische Regenwald. Tropische. Oh. Eigentlich müsste Battlefield Bad Company auch im Koop gehen, die Story, finde ich. Jo, so mit viermal Koop, das wäre richtig nice. So zu viert, weil man sind ja quasi immer zu viert unterwegs und so. Das finde ich geil an Dings, an wie heißt das Game gerade nochmal? Tja, Name vergessen. Von? Ja, Left 4 Dead 2. Mit viermal Koop, das macht Fun. Jo. Das wäre wirklich nice gewesen, ne? Ja, muss ich auch mal zulegen, BFC2 sag ich schon. Da können wir mal schön ein bisschen zocken. Vielleicht aber noch was aufnehmen. Ja, vielleicht. Hättet ihr sogar noch was von Leutz? Wir haben sogar noch zwei Plätze frei, dann machen wir ein Gewinnspiel, da kann der mitzocken. Klar. Da denken sie könnten mich platt machen. Ich komme einfach ein bisschen hier mit der Panzerfaust vom Schiff, die sterben alle. Dumme nur bei Left 4 Dead 2 ist, dass man das halt, wenn man halt Multiplayer zocken will, halt nicht uncut bekommt. Also man muss es ja über Steam holen. Doch, wenn du es richtig holst, hast du es uncut. Ja, wenn schon in Österreich. Ja, eben. Oder über Get to Play. Ja, aber. Aber uncut ist echt besser. Cut kannst du vergessen, das Game. So, ja, ich steig jetzt mal aus. Das ist wirklich beschissen. So, aus dem Boot aussteigen, dann machen wir die Heinis jetzt mal platt. Da werden wir denen mal schön einen vorzwirbeln. Wenn ich sie dann finde. Die sind ja alle schon tot, das ist ja langweilig. Oder auch nicht. Komm, die sind schon tot, bevor du überhaupt da bist. Was bist du für ein putziges Kärtchen? Ach, da haut der ab. Warum haut der ab? Sind doch nur ein paar Kugeln. Tut doch nicht weh oder so. Nur mal ganz kurz. Ist aber hier nicht die feine Art. Ne, das ist ja meine. Hups, ich schieße mal wieder auf die eigenen Leute. Ach, Lukas. Es macht Spaß. Außerdem stehen die doch da drauf. So. Ach, jetzt bin ich hier, der Compagnia de Construction S.A. Wo die ganzen Wichser angerannt kommen und meinen, sie wären was Besseres. Oh, da kommen sie mit dem LKW, wie süß. Weißt du was? Bam. Oh, da fliegt der ganze Ding in die Luft. Da kommen sie mit der Panzerfaust. Und normale, die kommen aus allen Ecken. Da liegt übrigens nochmal eine Sammelwaffe, eine Scar, aber wer braucht die? Keiner. Das ist ja das Schöne. Scar ist ein Scheißding. Och Gott, im Himmel. Geht's voll rund. Die meinen, sie wären was Besseres mal wieder? Sag mal. Google, die meinen auch, die wären gut. Ja, ich werfe jetzt die ganze Zeit hier mit Granaten um mich. Ein paar Nades, 2, 3, schön was reinpfeffert. Schmeiß die ganze Bude voll. Ja, was bist denn du für ein putziges Kerlchen? Warum hasst ihr mich denn alle? Lasst uns doch Freunde sein. Naja. Ja, danach jagst du den Kugel in den Arsch. Lasst uns doch Freunde sein. Ja, klar. Ich tu die alle schön ein bisschen einkerken und dann geht's rund. So, Tja, so kenne ich dich. Wo sind denn die Arschlöcher schon wieder? Der Alex, die hauen immer ab von mir. Ich glaube, die haben Angst. Ja, wohl ein bisschen. Ach, da oben ist einer. Da tu ich mal schön die neue Snipper auspacken. Ziel auf den Kopf, keine Gnade und bäm. Und hau voll daneben. Tja, Ziel muss schon geübt sein. Jetzt ist er weg. Ah. Wer hat da gerade geballert? Voll von hinten rein. Ey, Junge. Warum hast du nichts gelernt? Ja, gelernt haben die schon was, aber das, was die da gelernt haben, das war daneben schießen. Klar. Ach, da unten ist der Penner. Der da hat voll die Eier getroffen, der Schuss. Das muss doch wehtun. Ja, ich glaube, dem tut nichts mehr weh. Ich bin schon wieder am Stehen gestorben, das gibt's ja nicht. Boah, hat er einen Luckshot? Hat er einen Luckshot gehabt? Kenguder. Weh, ich muss jetzt die ganze Kacke hier nochmal machen. Nein. Ich muss noch ein bisschen vorankommen. Oh, ich rasch aus. Oh ja, jetzt geht's ab. Ich muss mit dem ganzen Boot jetzt nochmal neu losfahren, verdammt. Die Frage ist, pausiere ich jetzt oder mache ich weiter? Ach, cut das raus, ey, das will auch keiner sehen zum zweiten Mal. Jo, cut mal ein bisschen raus, ne? Mhm. Also, kurze Pause, Leute, und bis gleich. So, da sind wir zwei Hübschen auch schon wieder und ich werde direkt von hinten angeballert. Zeig's ihm. Dann werft er nur nicht und dann ist er tot. Ey Jungs, ihr seid mir ein bisschen zu hässlich. Der ist so schwarz, nachts ist er unsichtbar. Der ist so schwarz, nachts ist er unsichtbar. Mein Gott, was war denn das? Ja gut, also eine schwarze Motorradmaske, uff, da könnt schon hinkommen. Ja. Immer diese Diskriminierung. Kann ja wohl nicht angehen hier. Nee. Wir leben noch hier in Deutschland. Das ist Deutschland hier. Das ist Deutschland.
So, Leute. Ja, jetzt haben wir. Ich glaube, jetzt kommt eine Kutz-Szene, aber ich weiß es nicht. Na, es kommt jetzt nur ein Speichert. Hm. Ich glaube, da mache ich den Part vielleicht fertig oder mache ich noch weiter. Ich weiß nicht, wie lange es dauert bis zum nächsten Punkt. Bis zum nächsten G-Punkt. Okay. Oh. Lukas, ich glaube, das Thema hatten wir schon. Ja, der Gräfenberg, der gute Gräfenberg. Ja, das ist mir auch klar, dass das eine Granate ist, mein Gott. Da sagt er aber knallhart, das ist eine Granate und die liegt direkt bei meiner Nase. Meint er, das sehe ich nicht? Ich bin gestorben. Schon wieder. Ja, wenn der sich so knackend dreist versteckt. Der Wiechse. Hm. Ja, und nochmal. Lalalalala. Jo, was los hier, möchte gern Hustler? Die fragen sich wahrscheinlich gerade, was machen denn die ganzen Amis hier? Was? Lagerung. Big Mac on Tour? Ich bin schon wieder gestorben, das gibt's ja nicht. Das ist doch nicht wahr, Lukas. Was ist los mit dir, Alter? Ich glaube, ich hab was gesoffen. Nee, das war echt. Nee, du bist noch clean. Na, noch. Obwohl, ich hab noch Gas von letzte Nacht, das kann natürlich sein. So, liebe Freunde. Wird aber irgendwie jetzt mal angehen hier, das kann nicht Sinn. So, ihr Arschlöcher. Gemäuer. Es gibt's Rampage. Rabbity Rampage. Ach ja, Arschlöcher, stirbt doch. Ich seh ihn und ich bin schon wieder tot. Schaust du aus, das gibt's nicht, ey, das gibt's nicht. Ich glaube, für heute machen wir das aber lieber Schluss. Machen wir in der nächsten Folge weiter bei Bad Company 2. Das dauert nämlich halt, glaube ich, keinen Zweck mehr. Ich bedanke mich nochmal bei Alex, dass er heute ein bisschen dabei war. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, Leute. Ciao, Leute.